Fußball ist ja für viele die wichtigste Nebensache der Welt und wir sind Woche für Woche auf den obersteirischen Fußballplätzen für Sie unterwegs. Und diesmal präsentieren wir für Sie ein Top-Schlagerspiel aus der Regionalliga Mitte. Da trifft der TSV Leoben auf die KSV 1919 Amateure. Das wird sicher ein ganz, ganz tolles Match. Schauen wir uns das gemeinsam an. Österreichs bestes Bier. Die Firma Jury ist ein Unternehmen der Rohrer Group mit Sitz in Nickersdorf bei Leoben und ist spezialisiert auf Industriereinigung, industrieller Gerüstbau, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandtechnik, Isolierungen. All diese Leistungen bietet Firma Jury Industrie- und Privatkunden an. Jury, der Partner in der Umwelttechnik mit Standort in Nickersdorf. Diesen Ankick widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung. Für Haushalt, Gewerbe und Industrie. Neuinstallationen, Reparaturen und Erweiterungen. Von den Installationsprofis der Stadtwerke Kapfenberg. 100% aus einer Hand. Stadtwerke Kapfenberg. 400 Fans kamen zum Derby TSV Leoben gegen KSV 1919 Amateure ins Donauwitzer Stadion. Im Herbst haben die Kapfenberger 2:0 gewonnen und die Leobner wollen die Revanche. Alles angerichtet für ein Fußballspektakel. TSV Leoben hat Anstoß, spielt von links nach rechts mit weiß-grüner Dress. Leoben versucht es gleich in Minute 1, Greimer tankt sich links durch, Flanke zur Mitte, da ist Fekete da mit einem Fehlschuss. Die Kapfenberger sind nun dran, Bingol auf Masovic, der Masovic-Schuss zu zentral ausgefallen. Bereits in den ersten Minuten ist zu erkennen, das wird ein rassiges Match. TSV nun über Petkov, Petkov mit Hereingabe auf Rotensteiner, Rotensteiner knallt da drüber übers KSV-Tor. In der 12. Spielminute gibt's nach TSV Eckball einen Wurzinger Kopfball übers Tor. Die Leoner haben das Kommando übernommen, nun gibt's Einwurf. Ringhofer führt aus, Micheli verlängert zur Mitte, da gibt's am Fünfer ein Gestocher und TSV-Torschuss. Gatschewski wehrt ab, Rotensteiner steht gut, buxtiert die Kugel ins Netz zum 1:0 für den TSV Leoben in der 14. Spielminute. Ein guter Leoben-Auftakt. Die Gäste schlagen zurück. Ein Pass in die Tiefe auf Michi Gregoritsch. Der Pass war ein bisschen zu steil. Gregoritsch hat den herauslaufenden Petrovcic erwischt, kriegt da vom Schiri den gelben Karton. Leoben setzt gute Akzente. Nach einem Handspiel im KSV-Strafraum gibt's Elfmeter. Rotensteiner tritt an und verwertet unhaltbar zum 2:0 in der 24. Spielminute. Die Freude bei den Leobnern natürlich groß. Die Kapfenberger versuchen mit langem Ball in den Gästestrafraum Dieber einzusetzen. Der Pass war nicht schlecht, Dieber lässt sich abdrängen. Jetzt beginnen die TSV-Festspiele. Rotensteiner mit langem Zuspiel auf Greimer. Greimer zur Mitte auf Fekete. Fekete geht da mit Haken am KSV-Tormann vorbei und macht das 3:0. Schön herausgespielt, dieses TSV-Tor. Masovic testet Petrovcic im Leoben-Tor. Kurt Russ holt in der 30. Spielminute Michi Dieber vom Feld. Dieber nicht ganz einverstanden und erfreut über den Wechsel. Da schon her, die Leoner mit guter Eckballvariante. Leom lässt nicht locker, kommt nun über Rinhofer. Rinhofer im 1:1 gegen Gollner. Rinhofer geht zu Boden, das gibt natürlich Elfmeter. Rotensteiner führt den Strafstoß aus, verwertet zum 4:0. Es schaut nicht gut aus für die Rüstruppe. Der starke Regen tut den Leobnern durchaus gut.
Da verhindert die Latte bei einem KSV-Kopfball von Gregoritsch einen KSV-Treffer. Mit der 4:0 Leobenführung geht's in die Pause. Die Kapfenberger Gegenwehr, erste Hälfte, sehr, sehr schwach. So haben wir die Jungfalken in der Regionalliga noch nicht gesehen. Ein bekannter Bundesliga-Trainer wurde diese Woche beurlaubt. Wen suche ich da? Franco Foda. So ist es, der Franco Foda. Weißt du, was hat der Franco Foda als Trainer an Erfolgen aufzuweisen? Einmal Meister und einmal Cupsieger. Das ist richtig. Und wie beurteilst du die Arbeit von Franco Foda? Ja, Franco Foda hat gut gearbeitet, aber es schaut jetzt aus, als wenn er sich abgenützt hätte. Wer ist denn jetzt das neue Trainerteam? Wer ist da an der Arbeit? Ja, sportlicher Leiter Paul Kluderwatz und Trainer, der ehemalige Co-Trainer Christl und die Nachwuchstrainer Begam und Neukirchner. Und wie glaubst du, wird es bei Sturm Graz weitergehen? Wahrscheinlich werden die finanziellen Mittel werden ein bisschen geringer werden und Paul Kluderwatz wird wahrscheinlich einen finanziell günstigeren Trainer suchen. Aber wir wünschen jedenfalls den Franco Foda. Für mich hat er gut gearbeitet. Er hat mit Sturm in der schwierigen Zeit sehr viel erreicht. Wir wünschen den Franco alles Gute. Das wünsche ich ihm auch. Danke, und mit diesen Fragen hast du 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf gewonnen. Gratulation. Danke. Auf in die zweite Spielhälfte. Für Guetz kommt bei Kapfenberg Markus Buska ins Spiel. DSV auch in der zweiten Spielhälfte sehr stark. Starkes Spiel der Murtruppe über die Außenbahnen unterhalten die Gäste vom Abwehrverhalten her nicht dagegen. Und das macht Kurt Russ sehr nachdenklich heute. Ein kleines Falken-Lebenszeichen dieser Angriff, aber Petrovcic hat keine Mühe bei diesem Mängler-Schuss. Aber eine kleine Kapfenberg-Steigerung ist sichtbar. Doch die Leoner legen nach. Nach lang geschlagenem Pass überlupft Leobens Rottensteiner den herauseilenden Gatschewski. Spielstand 5:0. Das hat aber ein bisschen nach Abseits ausgeschaut. Kurt Russ über den Linienrichter erbost. Heute läuft bei Kapfenberg alles daneben. Da gibt's noch die Gurke. Rassige Szenen gab's einige bei diesem Derby. Der DSV-Torhunger ist noch nicht gestillt. Rottensteiner drückt zum 5. Mal ab in diesem Match. Spielstand 6:0 für Leoben. Rottensteiner macht für Kerek Platz, hat seine Schuldigkeit getan. Rottensteiner wird mit Applaus vom Leoben-Publikum verabschiedet. Der Diego wird den 13. April nicht so schnell vergessen. 5 Tore in einem Regionalliga-Match beachten. Für die Kapfenberger gibt's noch einen Elfmeter. Wendler scheitert an Petrovcic, aber im Nachschuss verwertet Wendler zum 1:6. Das war's, der DSV Leoben schlägt mit tollem Spiel die KSV 1919 Amateure mit 6:1. Gute Leoben-Werbung für den Fußball. Die Stimmen zum Spiel. Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dass wir mit dem Ergebnis nach 90 Minuten stehen, hätte es keiner geglaubt, aber ich glaube, ausschlaggebend war die überragende erste Halbzeit, wo meiner Meinung nach die Kapfenberger sogar noch gut bedient waren mit den 4 Toren. Ein starkes Kollektiv in der Mannschaft, ein starker Abdrücker mit dem Diego Rottensteiner. Ich glaube, das war einfach fantastisch. Der Diego 5 Tore in diesem Spiel, der hat den Stempel so richtig aufgedrückt. Ja, ich glaube, du sagst das richtig. Es war eine hervorragende kollektive Leistung der Mannschaft. Und wenn halt einer 5 Tore schießt, dann ragt er da natürlich noch heraus. Was will man in der Endabrechnung erreichen? Ja, wir haben in der Winterpause gesagt, wir wollen definitiv besser sein als der 8. Platz, wo wir stehen. Ich weiß jetzt die Ergebnisse von heute nicht, aber internes Ziel, schön wäre, wenn wir unter den Top 5 am Ende stehen. Ja, wir haben uns das vorgenommen, wirklich das Spiel vom Herbst irgendwie auszubessern und das hat man von der ersten Minute an gesehen. Hat man gesehen, in der ersten Minute haben wir, glaube ich, schon Sitzer gehabt, einen 100%igen. Und ja, wie gesagt, die ganze Mannschaft, wir haben uns in einen Rausch eingespielt und ja, ich bin 5-mal dort gestanden. Sportlich schaut es ja sehr gut aus. Was jetzt noch fehlt, ist vielleicht ein guter Hauptsponsor. Das liegt nicht in unserer Macht, das werden wir sehen. Wir fangen jetzt Gespräche zum Führen an, ab nächster Woche. Und ob die Sponsoren dann da sind, das werden wir dann sehen. Bitter enttäuscht natürlich der Kurtl Russ über diese Leistung heute. Ja, wenn man 6-1 verliert und 4 Tore selber schießt, dann ist man einfach. Erstens bin ich zornig auf die Mannschaft, weil sie nicht verstanden haben, dass es ein Derby ist, dass es um so viel geht und das ärgert mich viel mehr. Auf ein Spielen her muss ich sagen, okay, wenn wir die Fehler nicht gemacht hätten, dann wären wir sicher ebenbürtig gewesen. Aber nur wenn du 2 Elfer kriegst, so, wo wir so leichtfertig den Ball verlieren und so dumm dann hinrutschen und so, ja, dann gehst du gestraft.
Glaubst du, waren deine Burschen im Kopf zu locker nach diesem 3:0 Heimsieg da gegen Allerheiligen? Es scheint so, ich weiß auch nicht. Ich glaube, manche wissen nicht, um was da geht im Fußball. Manche reden schon, wie weit das kommen werden, dass sie Profis sind und dorthin kommen möchten und dort spielen. Ja, und dann sieht man so ein Match und dann sieht man, wo alle hinkommen. Wenn ein bisschen Unruhe drinnen ist, dann kennen sie sich gar nicht aus. Und das tut mir weh, weißt du? Leoben ist in der Tabelle mit diesem Derby-Sieg auf Platz 3 vorgerückt, damit die gute Leoben-Arbeit voll bestätigt. Unser Tipp für jene, die schon lange nicht mehr im Leoben-Stadion waren, schaut's einmal vorbei. Leoben spielt einen guten Fußball.